So, ich nehme euch heute wieder ein bisschen mit und ich stehe auch gerade in der Küche. Ich wollte heute kochen. Ich habe mir nämlich bei Kaufland gestern habe ich mir so einen Burrata mitgebracht. Das ist wie Mozzarella, hat aber so einen flüssigen Kern, so einen Sahnekern. Also sehr, sehr lecker. Und den habe ich mir mal wieder gegönnt. Der war nicht mal in der Werbung, nicht mal im Angebot, also so einen vollen Preis. Und ja, ich finde, am besten schmeckt der mit so einem Tomatenrisotto. Ich liebe auch eigentlich alle Risottos, ne, mit jeglichem Gemüse drin, also volle Kanne, ne? Aber mein Thermomix war dreckig. Jemand hat ihn benutzt und nicht sauber gemacht und ich war es nicht. Und Aioli auch nicht. Ja, deswegen. Spülmaschine ist heute Morgen auch schon durchgelaufen. Das heißt, ist jetzt auch gerade leer. Und ja, ich möchte es jetzt nicht mit der Hand sauber machen. Möchte ich einfach nicht. Jetzt habe ich mich dazu entschieden, das Tomatenrisotto im Topf zu machen. Und es war eine Fehlentscheidung, meine Freunde. Ja, eine Fehlentscheidung. Ich muss jetzt wirklich 20 Minuten hier stehen und rühren, weil ich habe erst die frischen Tomaten und diese Mutti-Tomatendose und Zwiebeln und ein bisschen Knoblauch und so reingemacht und Tomatenmark und Wasser und alles, was da so zugehört zu diesem Rezept. Und dann den Risotto-Reis dazu gepackt. Und es bappt komplett an, wenn man es nicht alle 5 Minuten umrührt. Alle 2 Minuten. Ja, und der Thermomix, der rührt doch für mich. Ist doch eine sehr, sehr teure Rührmaschine. Jetzt wissen wir den Thermomix wieder ein bisschen mehr zu schätzen. Ja, und ich rühre hier fleißig weiter. Wir hatten ja diesen Solo-Knoblauch, den großen, gekauft. Eine Zehe habe ich geschnitten. Ein bisschen kommt da noch rein. Ich möchte ihn aber nicht komplett verkochen lassen. Deswegen kommt es kurz vor Schluss rein, sodass er noch ein bisschen warm wird. Und den anderen Knoblauch aus dem Wocheneinkauf. Ja, das war hier für 1,49. Das waren so 4 Knollen waren drin. Und habe extra sogar eine mit 4 ausgesucht, statt mit 3. Damit ich möglichst viele Zehen habe. Denn ich habe eigentlich überlegt, dass ich es in mein Beet pflanzen möchte. Ja. Aber es stürmt heute übelst krass. Es regnet, es stürmt. Und gestern Abend war richtig krass. Da sind unsere Metallberge umgefallen. Der Grill ist umgefallen. Also nicht unser guter, sondern der beim Metallschrott stand. Und ja, es hat sich alles verselbstständigt auf dem Grundstück. Ein bisschen hatten wir ja gestern Abend noch gerettet. Und ja. Achso, es gibt gute Nachrichten. Wir haben ja den ganzen Sperrmüll nach vorne getragen zum Grundstück. Und ja, die Abfallwirtschaft, die war heute da. Die waren mit 2 so richtig großen Maschinen da, also übergroß und direkt mit Presse. Also die schmeißen das da einfach alles rein und dann wird es einmal gepresst und dann ist das alles weg, ne? Und ja, die haben wirklich alles mitgenommen, den kompletten Stapel. Also mit 2 Autos und ich weiß nicht, 5, 6 Männer. Ich war nur kurz draußen, weil wir hatten da noch so eine Tür hingestellt und ich habe denen ein bisschen Vitamin B gegeben und dann haben sie auch alles wirklich richtig sauber hinterlassen. Mega stark, weil eigentlich wollten wir es ja, Sperrmüll abgeben ist ja eh gratis, ne? Aber dann muss man es einladen, dann muss man sich anstellen, dann muss man es selber in die Container tragen, ne? Und dann zahlt man natürlich Sprit auch dafür und seine Lebenszeit. Ne? Und so war das übelst gut. Ne? Mussten wir nur vor den Zaun tragen und ist jetzt alles abgeholt. Ja, wir hatten auch wirklich nochmal überall durchgeschaut im Haus. Alles, was wir wirklich nicht brauchen, haben wir klein gemacht und nach vorne gestellt. Und in den Fevos, also die eine war eh schon leer, aber Dachboden der Fevos, Werkstatt und die zweite Fevo. Wir haben noch richtig viel gefunden und nach vorne getragen. Ja. Okay, wenn man hier steht und rührt, dann bappt es auch nicht an. Ja, ich wollte aber kein verbranntes Risotto haben, deswegen nächstes Mal wieder im Thermomix. So, ich glaube, die Hälfte der Garzeit ist auf jeden Fall um. Das braucht ja nur 20 Minuten. Und ich mache jetzt mal so ein Drittel vom Knoblauch rein. Das riecht immer so gut. Eigentlich macht man das Gericht auch, also Risotto, eigentlich mit Weißwein, beziehungsweise Tomatenrisotto ist mit Rotwein laut Thermomix-Rezeptwelt. Ist ja von Köchen entwickelt. Die wissen auf jeden Fall, die haben auf jeden Fall Ahnung. Aber ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, Rotwein hätte ich tatsächlich sogar da. Aber ich trinke ja keinen Alkohol. Ne? Ich brauche das ja nicht. Ich möchte das auch nicht. Und Alkohol tut mir auch nicht gut. Und
Ja, wir haben jetzt festgestellt, dass ich Migräne kriege nach Alkoholkonsum. Also alles wirklich richtig gute Gründe, um nichts zu konsumieren. So verkocht im Essen wird es wahrscheinlich gehen, aber muss ja nicht sein. Also muss absolut nicht sein. Stattdessen mache ich ein bisschen mehr Wasser rein und ein bisschen Brühe, damit man trotzdem noch Geschmack hat. Ne? Und die Brühe muss ich jetzt mal holen. So, und da haben wir immer noch die Brühe von der Schweinefee am Wickel, was er uns in Berlin noch gegeben hatte. Tomatengrisotto, das ist wirklich so lecker. Liebe ich wirklich sehr. Ich kann mir das jetzt, habe ich ja so eine Mutti-Tomatendose genommen und mit frischen Tomaten so gemixt. Aber wenn ich das nur mit Gartentomaten machen kann, das feiere ich jetzt schon sehr. Ja, und dann wollte ich, nachdem ich hier mein Mittagessen gegessen habe, wollte ich mich an meine Öle machen. Hatte ich ja euch im letzten Video gezeigt, mein Löwenzahnöl und mein Gänseblümchenöl. Und das kann man jetzt natürlich schon so benutzen. Haben beide verschiedene Sachen, wofür sie so gut sind. Denn man kann sich natürlich auch einfach so eincremen oder wenn man trockene Stellen hat. Aber Löwenzahn ist zum Beispiel auch gegen Muskelkater und so. Ich müsste nochmal nachlesen, wofür das alles genau gut war. Aber das kann man schon, ist schon ganz gut eigentlich alles, ne? Und ich habe ja Bienenwachs hier. Also auch frisches Bienenwachs, ne? Von Topf, ihr wisst es. Aber ich habe mal Bienenwachs gekauft in so Töpfchen. Sehr, sehr teuer übrigens. Und die wollte ich dafür auch mal alle machen. Die kann man einfach benutzen. Und dann wird aus so einem Öl nämlich eine Creme. Ja, das wollte ich einmal austesten. Wenn mich das Risotto lässt. Das sieht schon gut aus. Ich muss jetzt noch mal schauen, was ich an Kräutern da habe, weil eigentlich macht man ja frischen Basilikum ran, ne? Eigentlich. Kräuter der Provence kann ich mir auch gut vorstellen. Hier steht Bärlauch, ist drauf, ist aber leer. Hätte ich mir auch gut vorstellen können, konnte ich aber dieses Jahr nicht sammeln, weil wir haben keinen Spaziergang gemacht und wissen nicht, wo Bärlauch zu finden ist hier. In Berlin wüsste ich es ja. Dill fände ich auch ganz gut, mag aber Osok nicht. Majoran, Thymian, Schnittlauch, Oregano, Estragon, Kräuter der Provence. Basilikum habe ich, glaube ich, gar nicht so direkt. Das ist Salbei. Lorbeer. Ja, alles außer getrocknete Basilikum. Basilikum habe ich auf jeden Fall nicht getrocknet. Das wäre auf jeden Fall mal ein Ding, was ich mir irgendwann zulegen könnte. Mein erster Basilikumtopf, der hat es nicht überlebt. Und ich habe einen zweiten gekauft und den habe ich eingepflanzt. Und bis jetzt schaut es ganz gut aus. Aber ich möchte es jetzt ungern ernten. Der soll jetzt erstmal ein bisschen anwachsen. Und ich habe hier en masse Schnittlauch und der schmeckt nicht getrocknet. Und der ist genau das Richtige für so ein kräftiges Risotto. Dann kann man da gut viel reinmachen. Ansonsten könnte ich jetzt noch mal in den Garten gehen und meine Wildkräuter holen. Ach, jetzt ist schon wieder ein bisschen angebappt. Ja, also für Risotto ist der Thermomix wirklich perfekt, weil da kann man einfach weggehen und dann, wenn es blinkt, ist perfekt. So, das sieht mir aber fürs Auge einfach noch nicht grün genug aus. Deswegen kommt da noch mehr Schnittlauch ran. Und es hört sich auf jeden Fall so an, als ob ich hier mal umrühren müsste. Ah ja. Ich habe auch ganz niedrige Temperatur gemacht, weil Reis muss ja auch nicht kochen. Reis muss ja nur ziehen, dass es nicht so krass anbappt. Wenn das Wetter nachher besser wird, dann gehe ich meinen Knoblauch einpflanzen. Ansonsten wahrscheinlich eher nicht. Dann vielleicht morgen, weil es jetzt nass ist und so. Muss ja auch nicht sein. Das macht es ja auch nicht besser, in der Erde rumzuwühlen, wenn man instant matschige Hände hat. Das Tomatenrisotto ist jetzt fertig. Ich habe da jetzt so ein Viertel Burrata drauf gemacht und das mit Kräuter der Provence noch so ein bisschen getoppt. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Falls ihr auch gerade esst, wünsche ich euch auch einen guten Appetit. Meine Salben sind fertig. Und zwar habe ich hier einmal Gänseblümchensalbe. Also ist jetzt ganz frisch abgefüllt. Und es härtet gerade aus. Ja, ich weiß.
Ja, außer komm gleich. Ja, ich weiß. Da macht sie mich immer darauf aufmerksam. Naturkosmetik finde ich sowieso immer spannend, wisst ihr ja. Ich habe leider keine Glastiegelchen, ich habe Plastiktiegelchen gekauft, aber es ist gar kein Problem. Ja? Und das kann man benutzen wie so eine Wund- und Heilsalbe, habe ich jetzt auch mal draufgeschrieben. Und hier ist einmal die Löwenzahnsalbe. Es ist ja das gleiche Öl benutzt, aber Löwenzahn deutlich kräftiger von der Farbe einfach. Also man kann die auch so ganz gut auseinanderhalten. Und ja, Löwenzahn ist für trockene und rissige Haut. Ich habe es dazu stehen. Regeneration ist gut. Auf Insektenstiche kann man es tun. Und auf schmerzende Knie zum Beispiel. Oder auf Muskelkaterstellen kann man es tun. Hi! Ja, feini. Ja, also steht im Internet dazu, ja. Nicht approved. Die Konsistenz wird so ein bisschen zu fest, also man muss es kurz in den Händen erwärmen, dann schmilzt es, ne. Ich habe es ja jetzt mit quasi nur Bienenwachs gemacht. Es gibt dann auch andere Methoden, die man dafür nehmen könnte, damit es so ein bisschen cremiger wird einfach. Also ich kann mich mal da durchtesten, aber muss ich erst noch kaufen und Bienenwachs habe ich halt einfach da. Deswegen ist es auch kein Problem für mich, das kurz in der Hand halt zu erwärmen, bevor man es dann benutzt. Das ist eigentlich wurscht im Prinzip. Ja, man könnte da jetzt noch, also ich habe ja nur das Öl reingemacht, man könnte natürlich noch Vitamin E-Tropfen zum Beispiel reinmachen, einfach für die Haltbarkeit oder Aromastoffe, Öle natürlich. Manche Öle haben ja noch gute Eigenschaften. Man könnte das jetzt alles noch mit reinmixen, ne? Aber ich habe es möglichst pur gelassen, weil ich das gerne pur haben wollte. Und ja, ich werde es auf jeden Fall mal austesten. Es riecht sehr, sehr gut. Also nach Gänseblümchen und nach Löwenzahn. Also wie gesagt, es ist gerade am Trocknen. Die Mitte ist noch feucht. Ist jetzt noch so ein bisschen warm. Ne? Und den kann man halt benutzen wie eine normale Creme. Ja, fühlt sich auf jeden Fall auch ganz, also das Gefühl auf der Hand ist auf jeden Fall ganz gut. Die Hauptbasis ist ja Öl, deswegen braucht es länger zum Einziehen. Also wahrscheinlich nur Leute, was mit generell trockener Haut. Also ich liebe ja alle richtig, richtig öligen Sachen. Also für mich kann es ja nicht ölig genug sein. Ich denke, manchen wird so eine Fettcreme zu ölig sein auf jeden Fall. Ja, das Projekt ist auch abgeschlossen. Die Post ist gekommen und ich wollte euch noch zeigen, was ich gekauft habe. Denn Leute, wir wohnen ja hier im Harz. Das wisst ihr ja alle schon. Und hier ist einfach so ein Ding ist hier. Also es ist einfach so ein Ding. Und zwar gibt es hier die Harzhexen. Wir haben auch den Hexentanzplatz. Der ist ziemlich bekannt sogar. Ja, der wurde jetzt die letzten 3 Jahre komplett frisch gemacht. Also 4 Jahre konnte da auch wegen dem C nichts stattfinden. Aber dieses Jahr richtig große Action. Also alle verkleiden sich als Hexen, alles Mögliche, sowas. Ne? Also man kann sich auch mittelalterlich anziehen. Das ist gar kein Problem. Und hier bei uns im Ort, also Thale, wo der Hexentanzplatz ist, das ist ja unsere Nachbarstadt. Ich muss mal ein bisschen lachen, wenn ich Stadt sage, weil wir haben ja Berlin immer im Vergleich. Aber es ist, Thale ist auch eine Stadt. Das Kaufland ist sehr klein dort, aber die Stadt ist schon ziemlich muckelig auf jeden Fall. Und hier bei uns im Ort, obwohl hier nicht der Hexentanzplatz ist, sondern in der Nachbarstadt, findet auch, ich hab's hier, Moment, ich hol's mal runter. Walpurgisnacht ist doch am 30. das Event für Hexen, ja. Die bitten uns, unsere Häuser zu schmücken. Und da bin ich doch am Stüssel. Das ist doch genau mein Ding. Da habe ich richtig Bock drauf. So, darum möchten wir euch bitten, schmückt eure Häuser und Hexen und Teufeln, die so unsere schöne Tradition ankündigen. Am 20.04. kommen wir zur Kontrolle eurer Wesen, die dann in den Lostopf wandern und die Chance auf einen von 3 Preisen haben. Unser Rundflug startet zur Mittagszeit. Haltet euch also für uns bereit. Wir freuen uns schon. Die Hexenkontrollorganisation. Und eigentlich habe ich gesagt so, ach nein, mache ich nicht mit, weil es mir noch irgendwie ein bisschen zu früh. Aber ich habe doch Bock. Und unsere Nachbarn, also manche haben ja das ganze Jahr über ihre Hexe draußen zu stehen. Aber auch die anderen Nachbarn haben jetzt mitgemacht und sie Hexen draußen hingestellt. Und ja, ich habe auch überlegt so, was kann ich dann machen, ne? Und die haben so eine Maske gekauft, also so eine Hexenmaske und haben dann natürlich dann so einen Körper mit Klamotten, mit passenden Klamotten natürlich, schön ausgestopft. Die ist dann auf Stuhl oder irgendwo drapiert, ja. Die haben alle Hexen im Vorgarten. Und ja, ich hatte da jetzt auch Bock drauf. Also ich habe mir hier so eine Hexenmaske geholt und ich möchte vielleicht eine auf dem Besen machen oder so. Was ist das denn? Das ist ja lustig, so eine lustige Hexe.
Maske. Das ist ja überragend. Geil. Ja. Die ist cool, oder nicht? Ja, ich habe die beste, ich hab die beste ausgesucht. Hallo, ja. Das sieht übertrieben gut aus. Zeig dem Hundi mal die Maske, der erschreckt sich davor. Joli. Die ist komplett... Oh, die Nase ist schon angeknabbert. Setz du mal die Maske auf, oh, dann rastet sie vielleicht aus. Ey, vor den Hexen draußen hat sie übelst Angst, die knurrt sie an. Ja. Oh. Aber vor Ozark hat sie keine Angst. Ich sehe besonders dumm aus mit der Hexenmaske, glaube ich. Ich sehe gar nichts. Du siehst voll gut aus. Ja, cool. Achtung, die Haare. So. Ja, also ich habe jetzt Bock, eine Hexe zu basteln. Und ich habe kein richtiges Hexenoutfit. Das ist wirklich ein Problem. Ich habe schon bei Amazon geschaut, aber es ist irgendwie nur so Polyesterstoff und sieht so günstig aus. Also ich hätte schon gern so ein authentisches Hexenkostüm für den 30. Ja. Also, falls ihr da irgendwas findet, ihr könnt mir gerne Links schicken, ja, wo ich ein gescheites Hexenkostüm herfinde. Und jetzt suche ich aber erstmal ein schwarzes Kleid raus. Und guck, dass ich das so ein bisschen layern kann, damit ich weiß nicht, kennt ihr die kleine Hexe oder so? Die hatte auch so ganz viel übereinander an immer, so dass ich das so ein bisschen layern kann, dass es am Ende gut ausschaut. Für Material zum Reinstopfen, da haben wir ganz viel da, was wir sonst für die Kartons benutzen. Hier so Luftpolsterfolie und auch Papier. Natürlich können wir auch andere Klamotten einfach reinstopfen, aber es steht ja draußen und heute regnet es zum Beispiel. Also ich möchte da jetzt nicht meine guten Klamotten reinstecken, ne? Weil das muss ja vielleicht... ich meine, heute haben wir den 16., ne? Ich will es ja auch nicht direkt am 20., 21. wieder reinholen, sondern soll dann auch ein bisschen draußen hängen können. Deswegen muss ich mal gucken, was ich opfern kann. Und zwar nicht das Outfit, was ich dann anziehen möchte am 30. Aber das ist ziemlich cool hier und ich freue mich auch voll, dass die anderen Nachbarn halt auch so mitmachen. Der Akku ist gleich leer, ich muss aufpassen. Also, Leute, ich präsentiere die Harz, die Kräuterhexe. Das ist jetzt meine Lady. Und sie hat einen sehr großen Korb. Okay. Ich muss aufpassen, dass Ayuli nicht auf die Straße rennt. Weil das hat sie noch nicht so verinnerlicht, dass das eine Straße ist. Moment. Ich muss jetzt natürlich einen Hund mitnehmen. Pfui. So, ich habe hier noch das Nonplusultra, ja. Die Sonnenbrille. So. Okay, also ich finde sie sehr, sehr cool als Kräuterhexe. Ja. Uns macht sie Freude. Sie ist fertig, sie hat meine Klamotten an. Und ich habe sie versucht, ein bisschen hübsch zu drapieren. Es war gar nicht so einfach. Ich habe ja schon gesagt, der Akku war ziemlich runter. Der Akku ist auf jeden Fall runter. Unsere Hexe steht. Und ich wollte jetzt aber noch ein Ende von dem Video drehen. Also eigentlich haben wir an dem Tag noch ganz viel gedreht. Das seht ihr dann morgen oder übermorgen. Aber es ist so lang geworden. Ja, im nächsten Teil rede ich mich darüber, dass wir nochmal einen Vertrag unterschrieben haben, wo wir 25.000 Euro zahlen und dass wir zur Bank ein bisschen Kredit brauchen. Ja. hast du ansonsten noch was, Ozark? Nee, ich habe für heute nichts mehr zu erzählen. Ich bin gut bedient, ich bin gut dabei. So. Ja, wir freuen uns natürlich am 20. auf die Hexenbegehung. Wir sind da sehr, sehr gespannt. Wir überlegen noch, ob wir nach, in unserer Stadt hier zur Walpurgisnacht gehen oder zum Hexentanzplatz Thale. Weil in Thale, das hatte ich ja gesagt, das ist der größte Hexentanzplatz, wo zehntausende Menschen sind. Ist ja auch gratis, also beide Plätze wären gratis, aber halt hier im Ort ist, glaube ich, irgendwie cooler, weil wir haben jetzt auch schon so einige Menschen kennengelernt und so ein Event ist halt, wenn man neu ist irgendwo, finde ich schon, dass es irgendwie auch klug wäre, dass man denn da sich auch blicken lässt da drauf. Abgesehen davon, als letztens mussten wir ja zum Osterfest laufen, die Straße hoch, das hattet ihr bei Ozark gesehen auf seinem Kanal. Und dieses Mal findet es, glaube ich, auf unserer Wiese hinter unserem Grundstück statt. Und so nah, das ist schon mega krass, das wäre schon echt blöd, wenn wir direkt an dem Spektakel wohnen würden und da nicht hingehen würden. Ja, also...
Ja, wir freuen uns aufs Hexenfest, kann man ja sagen. Weil Purgis ist schon eine krasse Geschichte hier so. Hier ist es wirklich richtig. Ja. Ja, das ist ja einfach so ein Ding, ja. Und es sind so viele Hexen noch dazu rausgekommen, ja. Und sag mal, wir müssen auch noch langlaufen, mal Fotos machen von den Hexen. Das kriegen wir hin, da bin ich dabei. Sollen wir noch einen Spaziergang machen hier durch die Ortschaft. Wir sind auch, gestern sind wir durch die Stadt gefahren, durch einen anderen Teil, da standen noch mehr Hexen. Ja, genau. Und die waren auch alle super. Jeder gibt sich voll die Mühe. Ja, ich würde nicht sagen geschminkt, aber aufgebaut, einfach fresh. Ja, ist doch voll lustig, dass die hier alle mitmachen. Ja, ich wollte das Video hier nur noch an dieser Stelle beenden. Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt mich gerne abonnieren, ist kostenlos. Ich freue mich drüber. Ich freue mich aber auch darüber, wenn ihr mir Links zu Hexenkostümen einfach reinschreibt, ja. Weil ich möchte ein cooles, authentisches Hexenkostüm gerne haben für Walpurgisnacht, damit ich authentisch da rumlaufen kann. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin. Ciao.